In den frühen 90ern, als in ganz Russland die Atheisten von gestern ihren Weg in die Kirche fanden, stand ein Mönch der Dreifaltigkeitslavra des heiligen Sergius, Archimandrit Kirill Pawlow, im Rom eines außergewöhnlichen Altvaters, Nachfolger der Tradition des russischen Starzentums. Ich zitiere ein Wort des ehrwürdigen Ambrosius von Optina. Leben ohne betrübt zu sein, niemanden zu reizen, niemanden zu verdrießen, stiller als Wasser zu sein, sanftmütiger als Gras und allen meine Hochachtung. Wenn du auf diese Weise lernst, demütig von dir selbst zu denken, so wirst du dich weder verstellen müssen, noch hochmütig sein oder stolz und niemanden erniedrigen. Man begann sogar, Archimandrit Kirill den Beichtvater aller Russen zu nennen. Auch wenn diese Definition eine kleine Übertreibung war, so hat der demütige Mönch es doch vollbracht, als geistiger Mentor dreien Patriarchen von Moskau und ganz Russland zu dienen. Alexius dem I., Pimen und Alexius dem II. Zum Anlass seines 80. Geburtstags wird der Beichtvater der Dreifaltigkeitslavra des heiligen Sergius, Archimandrit Kirill Pawlow, ausgezeichnet mit dem Orden der russisch-orthodoxen Kirche zu Ehren des heiligen Sergius von Radonesch ersten Grades. Patriarch Alexius II. Wird gelegentlich von seinem Beichtvater auf Reisen im Land begleitet. Einmal im Jahre 93, dem Jubiläumsjahr der Schlacht um Stalingrad, wurde er während des Besuches seiner Heiligkeit in Wolgograd gemeinsam mit ihm ins regionale Fernsehen eingeladen. In der Tat war Archimandrit Kirill Pawlow Zeitzeuge des großen Vaterländischen Krieges. Er kämpfte als Leutnant Iwan Pawlow um Stalingrad. Vor 51 Jahren habe ich während des Krieges in dieser Gegend gekämpft. War an der Verteidigung von Stalingrad beteiligt und bei seiner Befreiung dabei. Wir standen in der Abwehr von Stalingrad etwa 20 bis 25 Kilometer vor der Stadt. Hielten die Stellung, als an einem gewissen Tag im August 1942 deutsche Bomber der Wehrmacht über der Stadt herflogen und sie mit tausenden Geschossen bombardiert haben. Das Bild war schreckenerregend, sehr beängstigend. Sofort ging die Stadt komplett in Feuer auf. Brände überall, der schwarze Rauch stieg bis in die Wolken auf. Unsere Verteidigung wurde überrannt und ich wurde damals verletzt. Wie alt waren Sie zu diesem Zeitpunkt, Vater Kirill? Etwa 23 Jahre alt. Er hat mir einmal anvertraut, wissen Sie, ich habe einst in meinem Leben fürchterliches Entsetzen erfahren, die Angst vor dem Tod. Ich habe gesessen in der Stadt, ringsum Ruinen, kein Windhauch, keine Schüsse mehr, die waren verklungen, kein Laut, absolute Stille. Absolute Schwärze und der Geruch von Verwesung, verwesende Leichen, das war das Reich des Todes. Und ich fühlte mich schrecklich. Der Krieg stellt harte Bedingungen an das Leben. Der Tod war ständig vor meinem Angesicht. Das hat mich angehalten, mir Gedanken zu machen und nach einer Lösung zu suchen.
Die Entscheidung kam sogar sehr bald. Im Jahre 43, gleich nach der grausigen Schlacht von Stalingrad, die mehr als 2 Millionen Menschen das Leben nahm, fand Leutnant Pawlow in einem baufälligen Haus eine Bibel. Die Antwort auf alle meine noch ungeklärten dringlichen Fragen fand ich im Neuen Testament, damals in Stalingrad. Als wir die Stadt schon erobert hatten, blieb ich noch dort und fand während des Stöberns in einem zerfallenen Haus dieses Evangelien. Fing an, mich dafür zu interessieren, darin zu lesen, und es hat mich beeindruckt mit seinem Inhalt. Je mehr ich mich darin vertiefte, umso mehr spürte ich, dass es meine Seele wie Balsam erfüllte. Und ich habe nicht mehr von ihm gelassen. Es blieb die ganze Zeit über in meiner Jackentasche verborgen, bis zum Ende des Krieges. Hat mich in der Tat getröstet und vor allem beschützt. Viele Jahrzehnte nach dem Krieg, zu Beginn des neuen Jahrhunderts, kam in den Reihen der Kirche das Gerücht auf, dass es sich bei Archimandrit Kirill Pawlow um jenen berühmten Verteidiger von Stalingrad, den Sergeanten Pawlow, handelte, dass dies ein und dieselbe Person sei. Er hat das auch von sich selbst erzählt, ohne Zweifel. Es ist 100%, dass er dieser Pawlow ist, der Beschützer des Pawlow-Hauses in Stalingrad, Wolgograd. Er sagte zu mir persönlich: Vater Ilja, das war ein schreckliches Massaker dort. Das Pawlow-Haus in Stalingrad ist kulturelles Wahrzeichen dieses Krieges. Später nennt man es auch das Haus des Soldatenruhmes. 1942 hielt hier eine Gruppe von sowjetischen Soldaten 2 Monate lang die Abwehr. Die Gedenktafel am Haus allerdings und die offizielle historische Überlieferung sprechen von einem Sergeanten Jakob Pawlow, der hier die Verteidigung der Hausbastion angeführt hat. Er ist der wahre Sergeant Pawlow, Held von Stalingrad. Ivan Pawlow, nicht Jakob Pawlow, wie vermeintlich das damalige Volksorgan NKWD behauptet, sondern gerade Ivan Pawlow war es. Es gibt eine ganze Reihe von Beweisen. Als nunmehr unsere Truppen die Eroberung des Blockadegebietes des von den Deutschen besetzten Stalingrads erfolgreich abgeschlossen hatten und General Paulus mit anderen gefangen genommen war, entschloss sich die Partei sozusagen zu einer Demonstration ihres Pompes, organisierte eine Art Veranstaltung mit der Losung: Wir nehmen den berühmten Sergeanten Pawlow in die Partei auf. Dabei war er unparteilich. Und plötzlich verlautete selbst der Held dieser Feierlichkeiten: Ich habe nicht vor, in die Partei einzutreten. Allen standen die Haare zu Berge. Sie versuchten es mit allen Mitteln. Aber er blieb ungerührt, redete sich heraus, er wäre nicht würdig und so weiter, bis er frei ausspricht: Ich bin ein überzeugter Christ. Es gibt noch einen weiteren Beweis. Er wurde abkommandiert an die Front als Kundschafter. Wissen Sie, was das heißt? Das ist schlimmer als das schlimmste Strafbataillon. Obwohl Vater Kirill selbst nie öffentlich diese Version bestätigt hat, denn unter den Verteidigern von Stalingrad waren Hunderte mit dem Namen Pawlow, sind doch viele geistige Kinder des Altvaters immer noch überzeugt, dass er dieser eigentliche Pawlow ist. Wie dem auch sei, der zukünftige Mönch Ivan Pawlow hat den ganzen Krieg mitgemacht, vom ersten bis zum letzten Tag, und hatte die schlimmsten Prüfungen zu bestehen. Blutige Schlachten, den Tod von Freunden, Prellungen, Wunden an Bein und Hand. An eben diesem Ort vor Stalingrad verbrachte er 2 Monate auf offenem Feld im Schnee. Er hatte Militärtuberkulose. Er erinnerte sich oft daran, wie sie da im Schnee lagen. 2 Monate lang haben sie dem Ansturm der deutschen Panzerarmee standgehalten. Und so konnte dieses Liegen im Schnee nicht einmal auf dem Boden, im Schnee, nicht ohne Auswirkungen bleiben. Vater Kirill hat oft gesagt, dass die Leiden, die das Volk während des Krieges ausgehalten hat, dazu geführt haben,
dass sich die Menschen wieder zum christlichen Glauben gewandt haben. Im Zusammenhang mit dem religiösen Niedergang fiel tief im Volke auch dessen Moral. Bis Gott diese gesetzlosen Ausschreitungen und Unzieher nicht weiter mit ansehen wollte und einen Krieg sandte. Und während des Krieges haben sich die Menschen dann zu Gott gewandt, haben ihre Bosheit zurückgenommen und gebrochen von Leid und Trauer die Notwendigkeit der Hilfe Gottes entdeckt und sich zu Gott hingezogen gefühlt. Die Gebete unseres Volkes und unserer Kirche fanden Gottes Gehör. Und der Herr hat seine Wut in Gnade umgewandelt. Iwan Pawlow hat seine Kriegszeit in Österreich beendet, kam 1946 zurück und ging sofort in die Elochow-Kathedrale, um herauszufinden, wo man sich zum Priesteramt ausbilden lassen konnte. Er trat ein ins Priesterseminar, das noch während des Krieges in aller Eile im Neujungfrauenkloster eröffnet wurde, und war einer der besten Studenten. 1954 absolvierte Iwan Pawlow die Moskauer Theologische Akademie. Er legte dann im Dreifaltigkeitskloster das Mönchsgelübde ab, bekam den Namen Kirill. Von 1965 an war Altvater Kirill einige Jahrzehnte lang in Folge der Beichtvater der Dreifaltigkeitslavra, des heiligen Sergius. Er nahm die Beichte der ganzen Bruderschaft ab und tat dies mit solchem Mitgefühl, Fürsorge und Liebe, dass die Mönche zu sagen pflegten, Vater Kirill wäre für sie mehr noch Mutter als Vater. Der Altvater hat uns stets wie eine Glucke mit seinem weiten Talar bedeckt. Als er mal lauter wurde oder eindringlicher, dann hat er mit den Augen überprüft, dass es, Gott bewahre, auch niemand hören konnte und es allein im Einvernehmen zwischen ihm und Gott blieb. Das bleibt einem ein ganzes Leben lang in Erinnerung. Denn es ist kein väterlicher, sondern eher ein mütterlicher Rat. Und der Altvater hat auch nie seine Meinung aufgedrängt, hat immer gefragt, wie siehst du das? Was würdest du tun? So und so, Vater. Wenn das im Rahmen des Möglichen war, sagte er, nun, dann kannst du noch Folgendes so oder so oder so machen und alles wird gut. Er hat nie gesagt, nein, so nicht oder tu, was ich dir sage. Den Beichtvater suchten Tausende von Pilgern auf. Über viele Jahre diente Vater Kirill als Empfangsraum die sogenannte Versandstation. Zwei winzige Zimmer unterhalb des Refektoriums der Klosterkirche. Sie waren von morgens bis abends überfüllt. Er war durch seine Art in der Lage, geschickt bei vielen Menschen etwas auszulösen, sodass sie das Gute lieben lernten. Wie viele Menschen kamen in die Lavra an Weihnachten oder auch zum Osterfest? Sonst ist der Andrang nicht so groß, aber zu ihm zogen sie sich hin wie an eine Krippe aus irgendeinem Grund. Und allen, denen es beschieden war, mit Vater Kirill zu sprechen, kamen mit einer besonderen Leichtigkeit aus Trost und Inspiration heraus. Ich hatte einen ersten Eindruck, vergleichbar dem, wenn man sich Reliquien nähert. Im Inneren zieht sich etwas zusammen und macht Platz für ein Gefühl von nichtweltlicher Ruhe und Glückseligkeit. Und in der Nähe von Vater Kirill hat sich eben dieses Gefühl eingestellt. Und es ist nie, auch niemals verschwunden, so oft ich ihn auch gesehen habe oder in seine Nähe kam. An der Seite eines solchen Menschen steht man von Scham erfüllt, im Gewahrsam dessen, wie unwürdig man gelebt hat. Jedes Mal, wenn ich mich ihm näherte, hatte ich dieses Gefühl der Unwürdigkeit, was im Grunde genommen schon Reue und Reinigung beinhaltete. Ich hatte den Gedanken, dass Gott selbst in diesem Moment auf mich schaut, durch den Blick seiner Augen. Das
Meiner Meinung nach besteht der verhängnisvollste Fehler, den wir begehen, darin, dass wir sehr leichtfertig handeln im Umgang mit Fragen, die den sorgsamen Aufbau unseres Lebens betreffen. Wir handeln nicht im Sinne der Lehre Christi, deshalb zerstören wir mitunter die Grundlagen unseres Lebens. Alles bricht zusammen, wir brechen zusammen, nur weil wir nicht auf dem Weg gehen, den uns der Herr in seinem Evangelium gewiesen hat. Leichter Frost und Stille im Kloster. Ich trete heraus, da kommt ein Mönch des Weges. Das Gesicht schützend vor der Kälte, tief in seinem Umhang vergraben. Frost eben. Kalt genug war es. Der Priester Nikolai Kravtschenko diente ehemals als Scharfschütze im Rückhalt. 94 auf Urlaub kam er in die Lavra, um sich auf die Suche zu machen nach dem viel verehrten Beichtvater Kirill. Ich sagte: Vater, nur eine Frage bitte, die mich interessiert. Wo kann ich hier den Altvater Kirill finden? Alle sagen ja Altvater, deshalb mutig ich auch. Ich suche den Altvater Kirill. Er sagt: Was für ein Altvater? Ich, den Altvater Kirill. Er darauf: Was ist der schon für ein Altvater? Der ist ein gewöhnlicher Greis. Der Mönch gab Nikolai den Segen zur Waffenführung für die Verteidigung des Vaterlandes. Ich fragte ihn: Väterchen, und wie ist Ihr heiliger Name? Er sagte: Ah, der sündige Mönch und Greis Kirill. Oi. Das ist er also, dieser alte Mann, der Altvater Kirill. Nikolai bereitete sich gerade zur Abkommandierung nach Jugoslawien vor. Aber auf ihn wartete ein ganz anderer Krieg. Und Beichtvater Kirill hatte ihm das im Voraus bedeutet. Ich sage, ich bin im Begriff nach Hause, muss wieder los an die Front. Er zu mir: Marschbefehl. Ich sage: Ja. Und wo soll's hingehen? Ich sage: Nach Jugoslawien. Er sagt: Ach, was, Jugoslawien? Du wirst zu Hause gebraucht. Ich denke, ein Ziviler und im Kloster, was hat der denn für eine Ahnung? Was will der denn wissen, wenn ich schon einen Befehl habe? Er: Na, okay. So nachsichtig, leise und lächelte. Bald wurde Nikolai nach Grozny abgesandt. Er landete mitten im Tschetschenienkrieg, ist mehrere Male dem sicheren Tod entronnen und aufs Neue in die Lavra gefahren, zur Beichte zu Altvater Kirill. Und sein Beichtvater fragte ihn, ob er nicht Gott irgendein Versprechen gegeben hätte in Momenten der Lebensgefahr. Mir kam so aus der Erinnerung hoch. Ja, sage ich, mein Vater, da war so ein Moment, da hatte ich versprochen, eine Kirche zu bauen. Oh, genau das ist es, das meine ich. Das musst du auch einlösen. Nun ja, es kommt die Zeit, dann fahre ich nach Hause und baue diese Kirche. Wozu? Wie wozu? Gottesdienst wird da sein. Und wenn kein Priester da wäre? Die senden irgendjemand. Stell dir mal vor, du hast eine Kirche aufgebaut, bist weggefahren und nach dir gibt es dort einen Tanzboden oder gar ein Gemüselager. Für wen hast du dann diese Kirche gebaut? Was tun? Er sagte zu mir: Baue erst hier, in deinem Innern, die Kirche. Das ist das Richtige. Ich sage: Wie hier drin bauen? Er sagt: Dein Krieg ist vorbei, aus und vorbei. So hat Nikolai Kravtschenko mit dem Segen seines Beichtvaters Kirill die Priesterweihe erhalten. Einzig der Altvater, selbst ehemals Soldat, konnte einen erfahrenen Scharfschützen davon überzeugen, dass auch ein Väterchen Bataillonskommandant ein Kirchenväterchen werden konnte. Er sagte: 46, weißt du, wie viele von uns direkt aus dem Krieg in die Lavra kamen? Um die 2000 Mann. Heißt das,
sagt er, wir hätten alle nicht hierher kommen sollen, eintreten, sind wir Sünder? Nein, der Krieg, das ist etwas anderes. Wenn du dein Vaterland verteidigst, das ist eine selbst aufopfernde Heldentat. Schau, sagt er, wie viele Heilige es bei uns gibt. Die Hälfte der Väter sind heilige Militärleute. Der Kardiologe Professor Dr. Alexander Viktorowitsch Nedostop wurde sowohl zum behandelnden Arzt als auch zum geistigen Sohn seines Beichtvaters Kirill. Batschka. Und der Altvater ist das Abbild der Liebe. Güte, Weisheit und ohne Zweifel Weitsicht. Obwohl er selbst das leugnet und darauf die Worte eines ihm befreundeten Altvaters zitiert. Weitsichtigen habe ich noch niemanden gesehen. Weitsichtige aber gibt es viele. Den erfahrenen Arzt hat immer erstaunt, wie viele Menschen bei Vater Kirill täglich dem Empfang und der Heilung der Seele harrten. Ich erinnere mich, dass ich einmal zu ihm kam und fragte, Altvater, Sie haben gestern Pilger empfangen, waren es viele? Er dachte und dachte, so nachdrücklich und mit Pausen, hat er dann gesagt, 157 Personen. Ich wusste nämlich, wonach ich fragte, denn diese Begegnungen mit allen Leidenden, Trauernden und Kranken sind immer fürchterlich anstrengend für ihn. Eine schwere Sache, die ihn erschöpft. Und zum Beichtvater gehen die Menschen ja nicht, um ihm zu sagen, es geht mir ausgezeichnet, beten Sie, dass es noch besser geht. Sondern mein Mann schlägt mich, mein Sohn trinkt und so weiter und so fort. Damit gingen sie zu ihm und er hat alle getröstet. Väterchen. Kurz bevor Altvater Kirill einen Schlaganfall erlitt, der ihn im Weiteren ans Bett fesselte, gelang es seiner Laienschwester in Peredelkino, diese einzigartigen Videoaufnahmen zu filmen. Sie schaffte es, den Beichtvater bei seinen ganz alltäglichen Aktivitäten zu erfassen, wie er die Vögel füttert, Väterchen, wie er betet vor dem Essen, wie er das Geschirr spült, wie er seinen geistigen Kindern Anweisungen am Telefon gibt. Voll Kraft und voller Segen ist der Worte Harmonie, denn heilig Unverständliches erfüllt mit Leben sie. Von meiner Seele fällt die Last, der Zweifel, er ist weit, ein Glauben, Weinen mich erfasst und alles wird so leicht. Dieses Gebet trage auch in deinem Herz. Es ist schon von vielen erprobt. Altvater Kirill hat gerne aus klassischer Poesie und Patristik zitiert. Aber es gab nur einen universellen Rat, den er allen gab, die sich an ihn wandten. An jedem Tag im Evangelium zu lesen und sein Leben mit dem Leben Christi in Einklang zu bringen. Von ihm habe ich gelernt, das Evangelium bei mir in der Tasche zu tragen. Als ich 50 wurde, schenkte er mir das Evangelium. Freunde dich mit dem Evangelium an und es wird zu deinem Helfer im Leben. Wenn du lernst, es zu lieben, wird bei dir immer alles gut sein. Wir lebten in einer großen Familie. Mein Mann, unsere drei Kinder, mein Bruder mit seinen drei Kindern, seine Frau und meine beiden Eltern. Wir lebten alle gemeinsam in einer Wohnung und es war total unmöglich. Ich musste ausweichen und in der Nacht arbeiten. Als alle eingeschlafen waren, ging ich in die Küche, wo niemand war, und arbeitete die Nacht durch. Dadurch war auch mein Schlaf gestört und die ganze Sache war nicht zu meinem Vorteil. Und so ging ich zu Altvater Kirill und habe ihm das erzählt, wie schwer das alles für mich war, fing an, meine Unzufriedenheiten am Leben vor ihm auszubreiten. Und er sagte zu mir, was soll das denn heißen? Gott liebt dich besonders innig. Er lässt dich an seinem Leid teilhaben.
Er hatte ja auch keinen Ort, um sein Haupt niederzulegen. Er hat mich damit in solchem Maß ermutigt, dass ich mit einem ganz neuen Gefühl von ihm ging und begriffen hatte, dass man auch seine Sorgen aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachten konnte. Das Evangelium, das Iwan Pawlow in den Ruinen von Stalingrad fand, hat ihn nicht nur während des Krieges begleitet, sondern auch jeden weiteren Tag seines langen Lebens. Mit allen, denen er begegnet war in den 40 Jahren seines geistigen Wirkens, Tausenden von Mönchen und Laien, gelang es ihm, dieses Licht des Evangeliums zu teilen. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht.